Hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter und ihr seht schon, es sieht etwas anders aus. Ich habe mir ein HD-Texture Pack installiert und zwar nicht das von Misa, was ja inzwischen jeder kennen dürfte, sondern ein Texture Pack von Dr. Kalashnikov mit dem Namen Bordercraft. Angelehnt wohl an die Optik von Borderlands, dem Computerspiel, was wohl wegen seiner Geschichte und seiner Grafik ein bisschen Furore gemacht hat. Ich habe selber nie gespielt, noch nicht mal eine Demo oder sowas dazu gesehen, nur mal ein bisschen Berichterstattung. Und ja, die Mod gefällt mir einfach, oder das Texture Pack gefällt mir einfach, weil es ein bisschen anders ist, weil ja, eine Idee, ein Konzept dahinter steckt. Und es hat schon so seinen speziellen Reiz, wenn man sich das mal anguckt. Ist jetzt nicht realistisch, sondern ein bisschen so Zeichentrickstil, bisschen Cell-Shading sieht's aus. Und ja, mal gucken, wie so der Rest der Welt damit aussieht. Ich habe mich auch in der Zeit nochmal ein bisschen mit Mods beschäftigt. Mit mehr oder weniger Erfolg. Und wenn wir uns jetzt hier die Welt mal angucken wollen, dann machen wir das am besten in einem Hoverboat. Das ist ein Mod. Da sollte eigentlich mit dieser Bausteinkombination das Hoverboot entstehen. Scheint auch da zu sein. Wollen wir mal sehen, wie es funktioniert. Nee. Oder ich habe hier einfach das falsche Rezept. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Egal, schauen wir mal nach, ob der andere Mod funktioniert, den ich auch installiert habe. Wollen wir mal sehen, wie wir uns hier durch die Welt schlagen. Ja, hier sind wir also nochmal in der Strandhütte. Was ich mir noch installiert habe, war der Minenhelm-Mod. Dazu brauche ich jetzt noch Glas. Eine Fackel, Metall, damit kann ich mir die Lampe bauen. Oder sollte ich mir die Lampe bauen können? Zack, eine Fackel in die Mitte. Dann rundherum Eisen und vorne Glas, Glas rein. Das funktioniert hier leider auch nicht. Okay, mal gucken, was da schief gelaufen ist. Wir schauen uns einfach mal die Welt so an. Und dafür baue ich mir hier erstmal ein normales Boot. Das klappt hoffentlich. Jawohl. So, ja, ihr seht, es sieht alles ein bisschen anders aus. So ein bisschen so ein Zeichentrickcharakter hier. Die Bilder wurden allerdings nicht verändert. Oder noch nicht verändert. Ich glaube, die Mod ist, oder das Texture Pack ist noch in Arbeit. Die Kühe sehen so ein bisschen aus, als hätten sie irgendwas gefressen. Irgendein besonderes Gras, kein normales grünes Gras. Die haben so einen komischen, wenn du mich mal anschauen würdest, du dummes Vieh. Ja, die sehen irgendwie aus, als hätten sie was gefressen. Aber ansonsten ist das Ganze hier nicht ganz reizlos. Und ich muss auch sagen, die größeren Texturen, das ist hier ein 128x128 Pack, statt der normalen 16x16er Texturen, geht auch nicht besonders auf die Rechenleistung. Oder meine Grafikkarte spielt da einfach mal richtig gut mit. Das kann man ja nie so ganz ausschließen. So, schauen wir uns einfach mal weiter um, machen wir wieder mal so einen kleinen Bogen. Diesmal aber in die Richtung, dass wir uns hobbly hopp zuerst das Denkmal des unbekannten Creepers anschauen. Ich habe auch mal versucht, Better Light und Better Grass zu installieren. Better Light, dass einfach die Schatten weicher werden und nicht so blockartig sind, wie sie es im normalen Minecraft sind.
Und Better Grass sorgt dafür, dass die Seiten der Erdblöcke, wenn unter dem Erdblock ein anderer Erdblock ist und man diese Einerstufen hat, dass dann halt die Seiten der Dirtblöcke auch grün werden. Das lässt so die Landschaft insgesamt ein bisschen besser aussehen. Aber das hat nicht so richtig geklappt, das funktionierte nicht. Einmal ist mir sogar Minecraft richtig abgeschmiert mit dem schönen Text vom Java-Compiler. Liegt unter Umständen daran, dass ich hier die 64-Bit-Version von Windows Vista als Betriebssystem habe. Mal sehen, vielleicht recherchiere ich da noch ein bisschen weiter. Jedenfalls hat mich das Rumexperimentieren mit Better Light und Better Grass, was ich eigentlich erstmal zum Laufen bringen wollte, als Mod, doch einige Stunden gekostet, die ich vielleicht doch lieber hätte mit Spielen verbringen können. Ja, der Creature Tower, Creeper Monument sieht ja soweit auch ganz gut aus. Der Obsidian ist wieder lila und nicht schwarz. Und wollen wir mal schauen, wie das jetzt hier in der Bibliothek aussieht. Die Redstone-Fackeln überzeugen mich ehrlich gesagt nicht richtig. Und auch der Sandstein, aus dem hier die Decke ist, das ist noch nicht so richtig mein Geschmack, muss ich ehrlich sagen. Das sieht aus, als wären das zwei verschiedene Materialien. So ganz in Ordnung ist das noch nicht. Obwohl mir also hier der Felsen und die Slabstones und die Erde und so, das gefällt mir also schon recht gut. Das hat was. Auch das Holz hier mit den Türen, so das Feuer, auch die Texturen schön animiert. Zwar ein bisschen langsamer als im normalen Spiel. Mit der Wolle der bunten, ja, das sieht auch soweit gut aus. Die Würfel. Die Lava ist animiert, wenn auch sehr langsam. Ah, hat auch so einen leichten psychedelischen Touch. Und ja, ansonsten, so vom großen Überblick her, sieht die Welt eigentlich relativ normal aus. Das Goldtor schauen wir uns auch gleich nochmal an. Ja, das gefällt mir also zum Beispiel besser als im Painterly Pack, die Blöcke, die man da zur Auswahl hat. Und was ich faszinierend finde, was wirklich geil ist, was wirklich geil aussieht, ist der Redstone. Das muss man sich doch mal genüsslich antun. Das hat doch mal wirklich was. Hier kann man wirklich mal mit Recht den Redstone als Bodenornament einsetzen. Da kommt doch mal richtig Leben in die Bude. Das hat doch Stil, das hat doch was. Ja. Das kann man sich doch mal richtig antun hier. Das sieht doch mal richtig nett aus. Also für die Redstone-Textur wirklich, das ist Zucker. Aha. Auch der Kürbis passend im Stil schön, das passt. So, schauen wir uns nochmal hier oben um. Gut, mit dem schwarzen Obsidian hat das natürlich hier oben besser gewirkt. Und halt mit den kleinen Fackeln, den Redstone-Fackeln. Der Mossy Cobblestone, naja, ist auch nicht mehr so richtig grün. Dadurch wirkt das hier auch nicht mehr so ganz richtig. Ja, Glas sieht aber soweit gut aus. Der Dirt, das passt eigentlich soweit. Das hat Stil. Auch hier nochmal der Cobblestone, aus dem die Treppen sind. Der normale Cleanstone oder einer Felsen. Und hier nochmal richtig schön die Ornamente mit dem Redstone auf dem Boden. Das hat wirklich was. Auch nochmal die Lava. Naja, die Animation ist ein bisschen langsam, finde ich. Die könnte ein bisschen schneller laufen. Aber ja. Also ein durchaus interessantes Pack. Wir werden uns mal einfach weiterbegeben und uns noch ein bisschen andere Ecken ansehen. Also hier mit dem Wald und Gras, das sieht ja recht normal aus alles, so die Bäume. Ja. Bis auf die Stellen, wo man halt den Dirt sieht. Ist ein bisschen Geschmackssache, das Texture Pack, aber es ist ein bisschen was Außergewöhnliches und für sowas bin ich eigentlich immer zu haben.
Oh. Ja, ihr habt es ja schon mitgekriegt, diese Folge kommentiere ich wieder live. Bei den letzten Folgen hatte ich ja den Kommentar im Nachhinein gesprochen. Habe auch von einem Viewer ja, die Rückmeldung bekommen, dass ihm das besser gefallen hat. Wie sieht es bei euch aus? Wie denkt ihr darüber? Äußert euch einfach in den Kommentaren dazu. Was mir auch hier recht gut gefällt, ist die Gravel-Textur, also für den Kies oder für das Geröll. Da sieht der doch mal richtig anständig aus. So, jetzt wollen wir sehen, dass wir hier rauskommen. Und dann machen wir uns mal auf zur Färberei. Ja, wie gesagt, schreibt einfach in die Kommentare rein, was euch besser gefallen hat, so wie jetzt das Live-Kommentieren oder der nachbearbeitete Kommentar. Der ist zwar ein bisschen aufwendiger, aber ich habe selber auch den Eindruck, dass das besser ist, weil ich da einfach flüssiger und mehr hintereinander wegrede. Hier haben wir Puerto Vallarta, da hat sich ja einiges getan. Ich habe hier den Wald einfach mal abgeholzt, weil der mir abgebrannt ist, als ich unten an der Monsterfalle gearbeitet habe. Das schauen wir uns auch noch an, was da passiert. Da ist also auch noch einiges zu tun. Und ich schaue mal, ob ich die Nebel nicht weiter wegschalten kann, ohne dass die Performance zu sehr leidet. Denn so sieht man doch deutlich mehr hier von der Landschaft. Was auch ein bisschen seltsam ist, ist dieser lila Stich, den hier so das Wasser hat, jedenfalls auf einige Entfernung hin zum Horizont oder auch so in die Richtung, wie man es hier sieht. Ich weiß nicht ganz, woran das liegt, ob das jetzt die Wassertextur ist, die sich da vielleicht so irgendwie aufschaukelt. Der Sand, finde ich, sieht auch recht gut aus, auch gut gelungen. Die Kakteen schön knallig einfach in der Farbe. Also ein Texture Pack, das so seinen Charme hat, was man also durchaus nicht so einfach links liegen lassen sollte und sollte einfach mal, denke ich, einfach so ein bisschen auch die Augen offen halten für alles, was so ein bisschen aus der Reihe tanzt und das nicht vielleicht nicht gleich abtun, nur weil jetzt, ich sag mal, die bedeutendsten Let's Player, gut, Gronkh natürlich, mit dem Misa-Pack spielt, weil das schön realistisch aussieht, hat natürlich auch was. Aber da muss man ja nicht unbedingt hinterherrennen, oder beziehungsweise man muss ja nicht als Let's Player den Leuten dasselbe bieten, was sie von anderen geboten bekommen. Man muss sich ja mal ein bisschen abheben. Und das mache ich hier einfach mal mit dem Texture Pack. Mal sehen, wann er da die Berge da hinten fertig kriegt, ob er die irgendwann fertig kriegt. Okay, gut, jetzt wird es auch dunkel und wir sehen hier richtig schön einen wundervollen HD-Mond aufgehen, wenn jetzt nicht gerade noch der Berg dazwischen gekommen wäre, beim Erstellen der Welt. Da lagen noch die Reste von einem anderen Boot. Das holen wir irgendwann mal später ab. Ja, schauen wir uns das mal an, wie das aussieht, wenn es dunkel wird. Die Schafe haben jetzt natürlich auch dreckige Wolle, auch mit diesem Paisley-Muster gezeichnet und einfach, wenn man die sich mal anguckt, die sehen auch nicht wirklich so aus, als ob sie gut drauf wären. Also dieses Gesicht spricht Bände. Ach ja, so. Ach ja, dieses Gesicht spricht Bände, das kann wirklich nur eine Mutter lieben oder ein Mutterschaf in dem Fall. Passt aber hier zum Stil des Texture Packs, so zu dem Ganzen. So, und da haben wir endlich den Mond in voller Größe und voller HD-Auflösung. Prachtvolles Exemplar. Hier geht es nochmal durch die Durchfahrt durch. An den Lichtverhältnissen scheint sich durch das Texture Pack ja nicht viel zu ändern. Das ist erfreulich. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich mir also die Let's Plays von Gronkh ansehe, dass Misas Texture Pack einfach ein bisschen dunkler wird. Und da ist mir gerade Minecraft abgestürzt. Klasse. Das ist mir bei den Tests nicht passiert.
die ich bisher gemacht habe. Ich weiß jetzt nicht genau, was da nicht in Ordnung ist. Wir werden einfach mal weitersehen. Ich beende hier erstmal die Folge und ja, beim nächsten Mal geht's dann weiter.